Ja, das war also unsere Konzerte, die ich auf die ganze Welt spielen. Willkommen hier zum ersten WM-Programm des heutigen Tages, zur ersten Weltmeisterschaft. Und die geht über 18 Runden. Der vierte Lauf der WM 1994 bei den Seitenwagen. Wir haben ja gehört, Klaus Klappenböck war optimistisch, aber doch ein paar Probleme. Und ich bin sicher, da wurde jetzt beinhart gearbeitet in den letzten 60 Minuten, um diese Probleme noch auszusortieren, um diese Probleme noch in den Griff zu bekommen. Die Zündung ist ein ziemlicher Hund, was die Sechse anbelangt, denn es ist fast ein Lotteriespiel, das Richtige zu finden. Wenden wir uns der Startaufstellung zu, während draußen sich die letzten Vorbereitungen abwickeln, was das Rennen anbelangt. Solange wir noch Motorenruhe haben, meine Bitte an die Fotografen und Presseleute in den Sperrzonen. Attention to all the press photographers, please respect the red areas and the chicane. Wir haben die 5 Minuten Flagge hoch, 5 Minuten noch bis zum Start. Attention, 5 minutes to go, 5 minutes to go. Bitte unbedingt die Sperrzonen vor der Titane beachten, das gilt vor allem für die Fotografen. Wenden wir uns der Standaufstellung zu. Gestern hat ja mein Kollege Chris Carter aus England, der hier den englischen Sprecher im Training gemacht hat, gemeint, die Seitenwagen, das ist eigentlich sowas wie die Engländer gegen die deutschen Sprache. Die Deutschen, die Schweizer und die Österreicher gegen die Briten, das ist in etwa das Match, das in der Seitenwagen-Weltmeisterschaft läuft. Und das dokumentiert sich auch in der ersten Startreihe. Pole Position für einen jungen Mann, der bereits 500er Solo gefahren ist in England, der auch schon 500er Europameister gewesen ist und auch einen Seitenwagen unglaublich schnell zu bewegen weiß. Darren Dixon aus Großbritannien und sein Co. Andy Hetherington. Congratulations for the pole position at Salzburg Österreichring yesterday. 1,53,859 für die beiden Briten, ein Schnitt von über 185 Stundenkilometer. Die Startnummer 10, Dixon Hetherington, also auf der Pole Position. Neben ihnen in der ersten Startreihe, trotz einiger Trainingsprobleme, aber er hat dann zugeschlagen. Weltmeister Rolf Wieder und sein Co-Kurt Waltisberg. 6 Weltmeistertitel, 70 Grand-Prix-Siege für den Mann mit der Startnummer 1. Mit seinem gelb-blauen Schlossgold LCR gespannt. Eine Legende schon zu Lebzeiten, hat mal jemand gesagt, und das trifft für den Rolf Wieder sicher zu. Mr. Sidecar schlechthin in Feldweg. Rolf Wieder mit der Startnummer 1. Neben ihm mit der Startnummer 2 ein Mann, der ebenfalls bereits 4 Weltmeistertitel auf seinem Konto hat. Steven Webster aus Großbritannien. Welcome to you in Austria. Ich weiß, er hat sehr, sehr viele Freunde hier. Rolf ist tropisch und dafür auch Riesenpilot. Ist einer seiner engsten Freunde. Das heißt, in der ersten Startreihe stehen mit Wiener noch letztendlich weniger als 10 Weltmeistertitel. Was wollen wir mehr? Steve Webster hat im Pro Adolf Henny, den Schweizer, und seine Agrotechnics LCR Krauser hat er mit 1,54,8 auf den dritten Startplatz gestellt. Die Zeit von Rolf Wiener bin ich noch schuldig. 1,54,2. Die 3-Minuten-Tafel wurde bereits gezeigt, wir sind also schon in den letzten 3 Minuten der Startvorbereitung. Die dritte Startreihe ist schweizerisch-deutsch gemischt. Markus Bösiger und Jörg Egli mit der Startnummer 9. Sie stehen auf dem vierten Startplatz, das heißt links in der zweiten Reihe. Und neben ihnen jener Mann, der vor 3 Jahren in Hockenheim seinen Einkommen gewonnen hat und damals für große Begeisterung gesorgt hat. Rolf Reichen-Bohnhausen und sein Co. Peter Brown. Thank you.
Wir machen hier die Zeitfrage.